Und als nächstes schauen wir, ob der Sattel in der Horizontalen richtig eingestellt ist. Dazu brauchen wir wieder ein kleines Hilfsmittel, was wir uns selbst basteln können, nämlich ein Lot. Wir brauchen einfach ein Gewicht und eine Schnur. Damit schauen wir quasi jetzt, ob das Lot durch unsere Knieachse und die Pedalachse bzw. das Zehengrundgelenk verläuft. Wie machen wir das Ganze? Wir drehen einmal wieder die Kurbel, und zwar so, dass das zu messende Bein sich auf dem Kurbelarm befindet, der ungefähr auf 3 Uhr steht. Anschließend nehmen wir unser selbstgebautes Lot und halten das hier vorne, ich habe schon mal markiert, an die Knieachse an. Wenn jetzt bei der 3-Uhr-Position das Lot durch die Knieachse, durch das Zehengrundgelenk und die Pedalachse läuft, wisst ihr, dass ihr genau die richtige horizontale Satteleinstellung gefunden habt.